Hey, gute hier, ich bin der Sebastian und heute machen wir Yakitori-Spieße. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran und schaut's euch an. Auf geht's! Die, die mein letztes Video geschaut haben, haben mitbekommen, ich war beim Lunzer-Seminar und dort habe ich Yakitori-Spieße gemacht. Dass mir da aber zu stressig war, gleichzeitig noch ein Video darüber zu machen und nicht nur einen Bericht über das Lunzer-Seminar an sich, habe ich gesagt, ich mache dieses Gericht jetzt zu Hause in Ruhe nochmal nach für euch und kann euch eins zu eins zeigen, wie das funktioniert mit der Yakitori-Soße, die wir selber machen werden und dann anschließend auch, wie wir verfahren werden damit. Hier haben wir ein bisschen Sesamöl, eine Knolle Knoblauch, dann haben wir Sojasauce, Mirin, das ist so ein Reisessig. Dann haben wir hier braunen Rohrzucker, Salz, Pfeffer, ein bisschen Ingwer. Dann mache ich das Ganze mit Polofino und nicht mit Hähnchenbrust, weil Polofino bleibt saftiger. Es wird nicht so schnell trocken. Und nachher zum Garnieren haben wir noch ein bisschen Sesam. Und wie immer, was darf nicht fehlen, das Bierchen für den Grillmeister. Und dann fangen wir auch gleich an. Und als erstes müssen wir uns um den Knoblauch kümmern. Als erstes schneiden wir die obere Hälfte von unserem Knoblauch ein, sodass wir alle Zehen offen haben. Legen die Knolle auf Alufolie und dann kommt ein bisschen Salz rein, ein klein wenig Pfeffer. Und vom Sesamessig so ein bisschen. Das läuft da schön rein und dann machen wir daraus ein Päckchen. Und so legen wir es indirekt auf den Grill, so circa eine halbe Stunde, bis der Knoblauch schön weich ist. Als nächstes kümmern wir uns dann um unsere Yakitori-Soße und da brauchen wir das Mirin im gleichen Teil zur Sojasauce. In diesem Fall sind es jeweils 100 Milliliter. Genauso auch der braune Rohrzucker, auch 100 Gramm. Und dann haben wir hier noch 14 Gramm Ingwer, die werden wir komplett mit Schale reinreiben. Nachdem wir den Ingwer reingemacht haben, kommt noch ein kleiner Schuss Sesamöl dazu, einfach nur für den Geschmack. Das gibt noch mal eine kleine nussige Note. Und dann rühren wir das Ganze erst noch mal ein bisschen um. Und dann kommt auch der Topf in den Grill rein, bis der Rohrzucker sich verflüssigt hat. Und dann gibt das alles einen richtig schönen Lack. Nachdem unsere Yakitori-Soße auch im Grill ist, beim Knoblauch, der kommt dann anschließend noch rein, wenn er schön durchgeschmort ist, kümmern wir uns jetzt erstmal um das Polofino, was aufgespießt werden soll. Da schauen wir erstmal nach, ob alle Knöchelchen auch draußen sind, weil das wäre ganz unangenehm, wenn wir anschließend noch auf einen Knochen draufbeißen würden. So, dann nehmen wir uns einfach die Spieße und stecken die Spieße einmal durch. Und da ist auch komplett egal, wie viel ihr auf den Spieß macht. Das bleibt euch überlassen, wie ihr die Polofino bzw. wie ihr die Yakitori-Spieße macht. Und den könnt ihr entweder so quer machen und dann ein bisschen mehr noch vielleicht drauf. Und dann können wir uns einfach zwischen den Spießen durchschneiden. Und dann haben wir hier unsere Spieße aufgespießt mit unserem Polofino. Im Prinzip ist das egal, wie hübsch ihr das macht, es muss einfach anschließend schmecken. Unsere Spieße sind nun fertig und wir müssen jetzt einfach nur warten, bis unser Lack fertig ist und dann können wir auch mit den Spießen am Grill anfangen. Also, bis gleich. So, und ich habe euch jetzt noch mal ein bisschen näher rangeholt. Hier haben wir jetzt unseren noch nicht ganz fertigen Lack drin. Da müssen wir noch unseren Knoblauch reinmachen. Der ist auch noch ein wenig warm. Und da der Knoblauch noch heiß ist und wir den aber jetzt ausdrücken wollen, nehmen wir uns mal so ein Tüchlein hier, einen Spieß, und dann werden wir versuchen, hier unseren Knoblauch rauszudrücken. Heiß. Aber wenn man drückt, da fallen sie jetzt langsam. Die Knolle Knoblauch haben wir nun hier drin und dann zerdrücken wir jetzt noch ganz schnell mit dem Löffel die Knoblauchzehen ein bisschen.
Weil dadurch, dass die jetzt im Grill waren, sind die schön weich geworden. Und dann seht ihr jetzt auch, das Ganze ist schon ein bisschen dickflüssiger, dadurch, dass sich der ganze Zucker aufgelöst hat. Und dann nehmen wir jetzt den Topf, so wie es ist, gehen rüber an den Grill und legen unsere Spieße auf. Dann öffnen wir mal unseren Monolith, der steht bei 250 Grad. Dann stellen wir unseren Topf dann nochmal neben hin, dass der Lack nochmal ein bisschen warm gemacht wird. Und dann haben wir hier unsere Spieße und dann legen wir auch unsere Spieße auf. Oh, wie schön das zischt. Und wenn wir dann alle unsere Spieße drauf haben, dann fangen wir an und werden das erste Mal lackieren. Das ist auch egal, ob es runtertropft auf den Deflektorstein, denn das wird alles wieder abgeflemmt. Beim nächsten Mal, wenn ich den Stein wieder gedreht habe, dann ist er wieder sauber. So. Dann schließen wir den Grill und warten 2-3 Minuten ab. Dadurch, dass wir die Spieße nicht ganz so dick belegt haben, brauchen wir nicht lange warten. 2-3 Minütchen, dann ist das Fleisch auch schon komplett durch. Dann drehen wir das Ganze und lackieren das Ganze von der zweiten Seite nochmal. Und ja, dann warten wir nochmal ein Minütchen, dass es sich ein bisschen Farbe abgeholt hat. Und dann dürfte nach 4-5 Minuten das Ganze auch schon gut sein. Dann öffnen wir den Grill nochmal und drehen unsere Spieße. Am besten mit Handschuh, weil es ist warm. Und dann werden wir noch die zweite Seite nochmal lackieren. Das reicht wirklich, wenn ihr da ein, zwei Mal lackiert habt. Also einmal von jeder Seite, das reicht völlig aus. Wir haben es auf dem Lunzer-Seminar ausprobiert, ob wir kurz bzw. nachdem wir es vom Grill runter haben, nochmal einen Lack drauf machen. Aber da sind die Aromen einfach zu intensiv gewesen. Deswegen rate ich euch, wenn ihr das nachmacht, auch einmal von jeder Seite. Ihr werdet sehen, es wird völlig reichen, wenn ihr das Ganze, nachdem ihr es runtergenommen habt, gehabt und wenn ihr das Ganze nochmal runtergenommen habt und dann noch lackiert, dann das wird zu viel oder zu intensiv. Nochmal lackieren die Spieße noch ein letztes Mal den Topf kann ich dann schon mal runternehmen vom Grill dann schließen wir den Deckel und warten noch mal 2-3 Minuten ab und dann ist das Ganze fertig. Wie ihr eben gerade gesehen habt, sind die Spieße fertig und dann nehmen wir sie mal vom Grill. Und dann gehen wir mal rüber zum Anrichten und zum Probieren. Hier haben wir nun unsere schönen Yakitori-Spieße liegen und sehen sie nicht schön aus? Die werden wir noch ein wenig verfeinern fürs Auge, ein wenig grün, mit ein bisschen Petersilie bei uns hier aus dem Garten frisch. Und was darf auch nicht in der asiatischen Küche fehlen, ein wenig Sesam. Und das, meine lieben Freunde, sind die Yakitori-Spieße und dann kommen wir mal zum Probieren. Und dann nehmen wir uns hier mal einen der Spieße und auf euch, Mädels und Jungs. Richtig lecker. Das Zusammenspiel zwischen Säure und der Süße durch den Zucker, perfekt. Der Ingwer nicht zu dominant, alles eine runde Sache und hervorragend. Mein Gericht vom Lunzer 11. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Wir freuen uns darüber, sehen, dass wir irgendwas richtig machen, wenn umso mehr Abonnenten wir bekommen. Einmal den Daumen nach oben, alles für den Algorithmus und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und bis nächste Woche Sonntag. Euer Sebastian, Servus.